Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe mit Forex Screener bzw. unserem Referenten Manuel Lücke. Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder die Veranstaltung zusammen haben. Und ja, das Thema können Sie ja bereits lesen: Markt scannen und Trades finden mit dem Forex Screener. Bin sehr gespannt. Bevor ich aber den Bildschirm übergebe, müssen wir ganz kurz natürlich den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Seminar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Auch wie immer müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Manuel entsprechend ein paar der Ideen heute Abend eventuell vorstellt. Sehr schön, dann übergebe ich jetzt und wenn irgendwas ist, ich bin natürlich im Hintergrund, aber ich wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Alles klar. Will So, dann schon habe bis ich mal zu sehen. den. Okay, perfekt. Vielen Dank. Okay, ja, dann von mir auch nochmal ein herzliches Hallo. Freut mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Heute zu unserem Webinar: Marktscreening, Trades finden per Knopfdruck. Das wird in diesem Jahr erstmal das letzte Webinar gewesen sein. Und heute nutzen wir die Gelegenheit nochmal, um allgemein über das Marktscreening zu reden. Natürlich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch mit dem Forex Screener. Wir werden uns nochmal angucken, wie das Ganze aufgebaut ist, wie man das Ganze nutzen kann, um Setups zu finden. Wir können gerne auf Fragen eingehen, falls Sie Fragen haben, einfach stellen, dass wir das alles klären können. Und ich habe natürlich auch ein paar Setups mitgebracht, die wir uns zusammen angucken können, entweder als Inspiration, um mal zu sehen, was alles so möglich ist mit einem Screening-Tool oder eben auch, um das Ganze vielleicht manuell weiter zu verfolgen. Und bevor wir reingehen in die Materie, stelle ich mich natürlich auch noch mal kurz vor. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit ziemlich langer Zeit an der Börse aktiv. Angefangen als Entwickler, Softwareentwickler für Handelssysteme. Das ist in der Regel eine Position, wo man eher zufällig reinrutscht. Also ich glaube, wenn man so direkt nach dem Abi oder nach dem Studium kommt, dann haben die meisten im Kopf, dass man jetzt so für die Börse irgendwelche Handelssysteme entwickeln will. Man braucht da schon ein bisschen spezielleren Bezug für. Und ja, seitdem habe ich die Branche auch nie wieder verlassen, weil mich das bis heute noch erfüllt, sage ich mal. Also einfach die Möglichkeiten, die es gibt, dass man mit relativ wenig an Ausrüstung, also einem Computer und ich sag mal ein bisschen Kapital in Anführungszeichen, eben ziemlich viel Geld verdienen kann. Und das, ja, ist natürlich so ein Traum, den wir Trader alle irgendwie so ein bisschen hinterherjagen, sage ich mal. Aufgebaut von der Situation habe ich auch gegründet, eine Firma für Handelssysteme, aktuell auch für individuelle Softwareentwicklung. Das ist das Projekt, das nennt sich Top Trading Software. Ist auch eingeblendet, können Sie uns erreichen unter der Webseite. Und falls es da Bedarf gibt von Ihnen, dass Sie Ihr Trading oder ich sag mal Ihre Prozesse im Trading automatisieren wollen, dann ist das die richtige Adresse für Sie, weil da können Sie sich nicht nur Handelssysteme entwickeln lassen, sondern auch unterstützende Software. Also beispielsweise, Sie wollen Ihre Trades auf mehrere Konten gleichzeitig handeln und das Ganze automatisch abwickeln lassen, dann können wir Ihnen eine Copy-Trading-Software entwickeln oder vielleicht wollen Sie auch eine Art Tracking-Software oder Überwachungssoftware haben, wo Sie bestimmte Bedingungen einfach nur überwachen, damit Sie dann benachrichtigt werden, sobald sowas am Markt eintritt, dann können wir das Ganze auch für Sie tun und ich sag mal, das ist grenzenlos. Also da kann man eine Menge Fantasie mit sich bringen, was man gerne wie haben möchte im Trading-Bereich und dann können wir zusammen mal drüber sprechen, ob wir das so umsetzen können. Das zweite Projekt, worum es auch heute geht und womit ich ja, mich quasi stark aufgebaut habe, ist der Forex-Screener. Forex Screener ist ein, ja, ein Screening-Tool, welches direkt an den MetaTrader von FXFlat gekoppelt ist und für Sie alle Symbole, die es dort gibt, überwacht.
Und wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns direkt mal auf der nächsten Folie an. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, der große Vorteil ist natürlich bei so vielen Symbolen, wenn wir eine Art Engine haben oder eine Software haben, die das Ganze für uns überwacht, haben wir weniger Zeit, die wir benötigen und mehr Aufmerksamkeit für die relevanten Situationen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist eine relevante Situation? Also meistens haben wir ja so unsere Trading-Kriterien, die man, nachdem man ja sowieso schon Ausschau hält. Und das ist dann sowas wie, wir suchen einen Trend, der gerade vielleicht in der Korrektur ist. Wir suchen nach einem hohen Momentum, damit wir mit einsteigen können oder die Korrektur des Momentums handeln können. Oder wir suchen eventuell spezielle Patterns, beispielsweise nach einer Hammerformation oder eben eine doppelte Top, doppelte Bodensituation am Markt und wollen eben solche Szenarien traden. Im Normalfall würden wir halt alle Symbole einzeln durchklicken, bis wir eine Situation gefunden haben, die auf unser Pattern zutrifft oder wo wir eben sagen, das sieht so aus wie ein gutes Setup. Und dann gehen wir den Trade ein und das kann natürlich ziemlich lästig werden, weil wir werden ja im Endeffekt als Trader nicht nach der Zeit bezahlt, nach der wir an dem Chart sitzen, sondern eben wie gut wir solche Situationen verwerten. Und hier kommt der Forex-Screener ins Spiel, der eben die Inputs, die Trading-Kriterien aufnimmt und für Sie einmal durchschaut. Nach allen Symbolen, welche Symbole eben die eingegebenen Trading-Kriterien erfüllen und gibt dann eben in Form von Symbolen, also konkret die Symbolnamen, gibt Ihnen das Ganze als Output, listet Ihnen es auf, sagt, wir haben eine Hammerformation, haben wir gefunden im Euro-US-Dollar und im Idealfall natürlich noch das Zeitintervall dazu, was auch ein Kriterium sein kann. Weil manche Trader handeln eben lieber auf kurzfristigen Zeitintervallen als Leute, die beispielsweise berufstätig sind und dann eben auf den größeren Zeitintervallen handeln. Also so sieht das Grundprinzip aus. Und ich würde sagen, bevor wir da jetzt noch lange um den heißen Brei reden, gucken wir einfach mal direkt rein, wie der Screener aussieht. Und ja, wenn wir eingeloggt sind, dann bekommen wir eben folgende Oberfläche zu sehen. So, hier kann man sehen, wir haben verschiedene Filter aufgeteilt in verschiedenen Sektionen oder Kategorien. Und prinzipiell haben wir eben diese Filter, die für unsere Trading-Kriterien stehen. Das heißt, mit den Filtern können wir eingeben, wonach wir suchen. Und um ein einfaches Beispiel mal zu haben, können wir ja beispielsweise mal schauen nach in dieser Gruppe hier, Langzeit, Hoch, Tiefbruch. Wenn man die aufklappt, die Gruppe, findet man eben noch mehr Filter. Und in dieser Gruppe befinden sich eben beispielsweise der Jahreshoch oder Tiefbruch als Filter, wo wir sagen können, wir möchten uns alle Symbole anzeigen lassen, die diese Woche eben ein Hoch, also das Jahreshoch durchbrochen haben, noch höher sind, als wir sowieso in dem kompletten Jahr schon gewesen sind. Und mit dem Zeitintervall, das muss man, ich sage das mal gleich von Anfang an, auf dem Schirm haben. Wenn wir jetzt die Unterscheidung machen zwischen den Zeitintervallen in dem Screener, dann ist das ziemlich logisch, wenn wir Indikatoren benutzen, beispielsweise den RSI oder den SMA, weil da hat jedes Zeitintervall quasi seinen eigenen Indikator. Also der Indikator wird anders aussehen auf dem Zeitintervall als auf den Minutenkerzen. Und bei gewissen Filtern, wie jetzt auch in diesem Falle, ist es natürlich so, dass jedes Zeitintervall das Jahreshoch durchbricht. Also das ist bei allen gleich. Deswegen können wir hier noch
einstellen, auf welchen Zeitintervall wir uns das Ganze mal eben ansehen wollen und haben jetzt so zwei Filter aktiv. Danach scrollen wir einfach nach unten und bekommen hier schon so eine Vorschau. Es wurden 13 Ergebnisse gefunden und sehen entsprechend, welche Symbole ein neues Jahreshoch jetzt erreicht haben in dieser Woche. So. Also können wir hier mal reingehen. Es gibt ein Add-on, welches im Hintergrund den Chart auch direkt öffnen kann, wenn man hier raufklickt. Können wir uns gerne im Nachgang nochmal angucken, wie man es auch installiert. Und hier hat es jetzt im Hintergrund schon den Chart geöffnet. Und wir sehen halt, die Aktie, die wir gerade ausgewählt haben im Forex Screener, wir sehen die orangefarbene Linie, welches das Jahreshoch ist. Können wir auch mal schauen, rückblickend auf dem Tageschart. Und wir sehen quasi, hier wurde das Jahreshoch gemacht am 2.11. Und wir haben es dann diese Woche, ganz konkret heute, eben nochmal durchbrochen. Und um den Kreis zu schließen, das wäre natürlich eine Menge Arbeit, wenn man jetzt jeden Chart durchgucken möchte, um zu finden, welcher Chart eben einen Jahreshoch durchbrochen hat. So, wie kann man jetzt damit arbeiten? Es kommt natürlich auf die Strategie an, die man für sich bevorzugt handelt. Also es gibt eben Leute, die warten ja genau auf solche Situationen, dass ein neues Jahreshoch erreicht wird, weil meistens in der Theorie zumindest haben wir dann eben ein sehr hohes Momentum und zu dem Zeitpunkt, wo wir das Jahreshoch nochmal antesten, kommt nochmal ordentlich Kaufkraft nach. Andersrum natürlich, wenn wir das Jahrestief testen und durchbrechen, dann kommt eben auch nochmal ordentlich Verkaufskraft nach. So, der Vorteil ist dann, wir haben jetzt per Knopfdruck so ein Setup gefunden und könnten uns jetzt hier quasi als Trading Setup positionieren, wenn es dann eben unser Trading Stil ist. Vielleicht schauen wir noch mal rein und nehmen uns noch mal ein anderes Beispiel, um noch mal eine Idee zu bekommen, was hier alles so möglich ist an Filtern, weil auf dem ersten Blick ist es natürlich ziemlich unübersichtlich, so viel Filter zu haben, aber im Umkehrschluss heißt es ja auch, umso mehr Filter wir haben, umso mehr Möglichkeiten haben wir auch, unsere Trading-Kriterien zu definieren und an den Forex-Screener zu übergeben. So. Was auch sehr beliebt ist, ist zum Beispiel Distanz zum 200er SMA. Da haben viele Trader eben so ein Setup oder eine Setup-Idee, dass eben der Kurs von dem 200er SMA abprallt. Also, dass der nicht einfach durchläuft, sondern er geht vom 200er SMA weg und wenn er wieder zurückläuft, dann wird er eben erstmal abprallen, sodass wir in die entgegengesetzte Richtung handeln können. Und hier machen wir es uns auch einfach, dass wir so ein Setup mal heraussuchen. Wir suchen jetzt nach allen Symbolen, die dicht am 200er SMA sind und das Ganze am besten mal auf den Forex Majors und Minor Paaren. Zeitintervall will ich uns jetzt erstmal nicht einschränken. Und dann haben wir 34 Ergebnisse, auf die das Ganze zutrifft, sozusagen. Ich gehe meistens in der Übersicht hier so hervor, dass ich schon mal gewisse Sachen ausschließe, beziehungsweise vielleicht mir auch Pro-Argumente für einen Trade hole. Also einfach so ein grobes Screening mit dem Auge und mir schon mal im Kopf so Argumente zurechtlege oder gucke, was geht hier gerade ab im Chart. Und hier sieht man immer so diese Auffälligkeiten mit den Tiefs, was für mich persönlich interessant ist, wenn eben der Kurs stark abrauscht und an so einem Tief sich befindet, ist dann oftmals ein potenzieller Widerstand. Das heißt, wenn man dann hier reingeht, weiß man schon auf M30, könnte das Ganze Richtung Long handelbar sein.
Und wenn es auf den darüber liegenden Zeitintervallen auch Richtung Long gerichtet ist, dann weiß man schon mal die Richtung, sage ich mal. So. Hier auch interessant, NZD Yen auf M1 hat ja auch eine Range, die er gebildet hat, auch mit einem potenziellen Widerstand, der hier zu sehen ist. Das können wir uns mal genauer ansehen. Genau. Man sieht der 200er SMA. Das ist natürlich jetzt auch auf M1 und weniger aussagekräftig, sage ich mal, vom. Also man sagt ja immer, dass Indikatoren, Widerstände auch aussagekräftiger sind auf höheren Zeitintervallen. Das sehe ich persönlich auch so. Deswegen muss man auf M1 da natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber man kann auch sehen, dass der SMA 200 hier auch seine Widerstandskraft hat, wo der Kurs öfter mal abprallt, sage ich mal. Und hier konkret sehen wir jetzt immer erstmal so eine, ja, so eine Range, wo sich der Markt befindet, beziehungsweise ist das eigentlich eher schon so ein abwärtsgerichteter Kanal, so eine Flagge, die sich hier bildet. Und da hat man meistens auch einen Ausbruch nach oben. Also wir haben hier so einen nach abwärtsgerichteten Kanal und hier wäre jetzt die Trading-Strategie warten, bis der Markt eben nach unten kommt, in dem Falle vielleicht sogar an dem 200er SMA reagiert, um dann den Ausbruch nach oben zu handeln. Das aber natürlich erstmal nur auf dem M1 und man sollte sich das Ganze übergeordnet natürlich auch nochmal angucken, ob ein Long Trade jetzt auch ins höhere Zeitintervall reinpassen würde. So. Also schauen wir uns das Ganze mal an, um das zu analysieren. Und hier beispielsweise würde ich sagen, auf H1 ist es dann doch eher widersprüchlich. Also wir haben einen Abwärtstrend von diesem Punkt aus. Der letzte Hochpunkt oder der letzte extreme Hochpunkt, der kommt eben von diesem Tief aus. Das heißt, wir haben hier ein relativ starkes Tief. Und innerhalb diesen beiden Zonen hat sich jetzt aber ein interner Abwärtstrend gebildet. Und ganz langfristig gesehen müsste dieses Tief hier erstmal gebrochen werden, wenn wir dann halt durchbrechen, um dann vielleicht einen Retest zu machen. Aber das spielt dann auf M1 natürlich auch erstmal keine Rolle, sondern M1 können wir dann unabhängig von dieser Struktur erstmal handeln und wenn wir da ein gutes Setup sehen. So. Das heißt, vielleicht könnte man auf M15 nochmal gucken, wie hier die Lage ist. Und hier sieht das Ganze so aus, wie, ja, wir sind seitwärts. Das heißt, die Richtung ist für mich nicht eindeutig. Da würde ich jetzt erstmal keinen Trade eingehen. Auf ganz kleinem Zeitintervall unterscheidet sich es halt zum größeren und zu dem Zeitintervall in der Mitte. Da haben wir jetzt auch keine eindeutige Richtung. Okay. Das vielleicht erstmal so als kleiner Einstieg, wie man das Ganze nutzen kann. Und vielleicht mal noch allgemein ein paar Worte zum Marktscreening, bevor wir uns nochmal konkretere Setups angucken. Jetzt haben wir gerade erstmal uns Filter angesehen, um mal zu gucken, was gibt es überhaupt für Filter im Forex-Screener und was haben wir für Möglichkeiten, sage ich mal. Der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass wir, wenn wir den Markt Screener benutzen, dass wir schon eine Strategie haben, dass wir halt wissen, was muss im Markt passieren, damit ich aufs Knöpfchen drücke und einen Trade eingehe. Was wir nicht tun sollten, ist eben einfach mal Filter auszuprobieren, um Charts zu sehen, die potenziell nach einem guten Trade aussehen und das dann hier und da mal zu handeln. Weil im Endeffekt steht auch die Statistik. Die muss quasi hinter uns stehen als profitabler Trader. Und die Statistik baut man sich auf mit seiner Trading-Historie. Und die Trading-Historie baut man sich eben auf, indem man immer wieder das gleiche Setup handelt.
sozusagen. Und im besten Falle führt man auch noch einen Journal. So, ne? Das heißt, wir brauchen an erster Stelle erstmal unsere Trading-Strategie. Später habe ich noch ein paar Setups mitgebracht, teilweise Widerstands-Setups. Ich glaube, auch ein Trend-Setup ist mit dabei. Und wenn Sie unabhängig davon ein Setup haben, ist das natürlich auch voll in Ordnung. Wichtig ist nur, dass die Regeln fest definiert sind. Das heißt, wir sollten beispielsweise wissen, wann wir einsteigen, ob wir jetzt einen Retest handeln für einen Widerstandsunterstützungstrade und ob wir quasi oder ob wir das Ganze eben gut definieren können. Weil wenn wir denken, das sieht einigermaßen gut aus im Chart, dann handeln wir nicht immer die gleiche Regel. So, und das zerstört natürlich unsere Statistik, weil wenn wir wissen, von 200 Trades ging 40 in die Hose und der Rest, der ist immer aufgegangen und wir nutzen immer das gleiche Regelwerk, dann wissen wir, wir haben einen Vorteil. Wenn wir die Trades aber jetzt so anpassen, dass wir beim nächsten Mal unser Regelwerk ein bisschen abgeändert handeln, dann können wir uns auf diese Statistik eben nicht mehr verlassen. Das heißt quasi, wir müssen schon vorher wissen, bevor wir uns den Chart angucken, wie sieht unser Trading-Setup aus, was müssen wir sehen, damit wir reingehen und nicht andersrum, dass wir uns die Charts angucken, bis uns was gefällt und dann gehen wir in den Trade rein. So rum sollte es eben nicht sein. Deswegen hier vielleicht mal ein simples Setup, welches auch mit dem Forex-Screener umsetzbar ist. Wir haben einfach ein Widerstandsunterstützungs-Setup und es ist ja meistens so, dass der Markt sich nach horizontalen Leveln bewegt. Also ich persönlich nutze viel lieber horizontale Widerstände als diagonale Widerstände. So Trends und sowas zeichne ich mir eigentlich nicht so ein, da habe ich einfach keine gute Erfahrung mitgemacht. Und für mich ist viel mehr aussagekräftig die horizontalen Level. So ein Setup funktioniert meistens so, dass der Kurs von der Unterseite kommt und eben einen neuen Widerstand schon mal irgendwo kreiert hat, irgendwo in der Historie. Und im ersten Moment prallt er meistens dann ab, bis er dann halt das schafft, mit genug Kaufkraft diesen Widerstand zu durchbrechen. Und in dem Moment, wo er dann durch ist und diesen Widerstand von oben nochmal antestet, und es muss eben auch nicht punktgenau sein, sondern es kann auch ein bisschen Space dazwischen sein, sage ich mal, dann haben wir eben eine Umkehr von diesem Widerstand zu einer Unterstützung. Und das heißt quasi, dass wenn der Kurs das nächste Mal von oben nochmal anlaufen wird an diese neue Unterstützung, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben relativ hoch, dass der Kurs wieder abprallen wird und wir ein neues Long Setup potenziell handeln können. Der große Vorteil bei solchen Setups ist, dass wir einen relativ engen Stop-Loss legen können. Also unser Stop-Loss, den platzieren wir dann halt unterhalb der Unterstützung. Und wenn wir den Chart schon mal so weit analysiert haben, dass wir die danächst drüber liegende Zone oder den danächst drüber gelegenen Widerstand schon analysiert haben und wissen, wo der liegt, dann haben wir natürlich einen relativ großen Vorteil im CRV, weil umso enger der Kurs quasi von oben an diese Unterstützung kommt und wir jetzt sagen, wir packen den Stop-Loss beispielsweise hier ran, dann wissen wir halt, dass im Verhältnis beispielsweise der Take-Profit oder unser Kursziel in diesem Beispiel jetzt, sage ich mal, 10-mal so weit weg ist wie der Stop-Loss. Also es wäre dann quasi ein CRV von 1 zu 10. Und andersrum funktioniert es mit dem CRV eben so, dass wenn wir irgendwo in der Mitte zwischen dem Widerstand und der Unterstützung, wie wir es halt nicht tun sollten, jetzt beispielsweise hier einen Einstieg hätten,
und unser Ziel genauso weit weg liegt wie unser Stop-Loss, wo wir uns ausstoppen lassen würden, hätten wir gerade mal einen CAV von 1 zu 2 und dementsprechend ist der Nachteil, der Vorteil eben nicht mehr so groß. So, ne? Das heißt, das sollte man bei solchen Setups auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und wie wir das Ganze mit dem Forex-Screener finden, solche Setups, können wir uns gerne mal zusammen im Screener ansehen. So. Also es gibt verschiedene Filter, die uns einen Widerstand geben können. Mein Lieblingsfilter ist auf jeden Fall nach wie vor der Preismarkenfilter. Und ich würde mal vorschlagen, wir gucken mal, ob der uns heute Abend noch ein gutes Setup liefert, beziehungsweise uns mal aufzeigt, welche Symbole sich innerhalb einer Preismarke befinden. Wir finden den Filter, wenn wir oben in der Suchleiste ja, Preismarke oder Preis reicht hier schon eingeben. Und dann haben wir in der Basic-Filter-Kategorie diesen Filter und müssen hier sagen, wie weit soll der aktuelle Kurs sich distanzieren von der Preismarke. Die Preismarke ist sozusagen eine runde Zahl. Also im Euro-US-Dollar wäre das sowas wie 1,1300, 1,1200. Das heißt, 100 Pips sind Preismarken in diesem Asset entfernt voneinander. Und wir gucken uns gleich mal an, wenn wir sowas gescreent haben, wie der Kurs an solchen Zonen reagiert. So, das heißt, wenn wir hier jetzt so sagen, die Distanz soll relativ klein sein zwischen Kurs und Preismarke, dann finden wir gute Ergebnisse. Und wie ich schon zu Anfang an erklärt habe, bei manchen Indikatoren unterscheidet sich das ja vom Zeitintervall zu Zeitintervall. Bei der Preismarke unterscheidet sich es auch nicht, weil auf M1 ist natürlich der Kurs zur nächsten Preismarke genauso weit entfernt wie auf H1, weil der Kurs ja derselbe ist und die Preismarke auch. Das heißt, wir können uns hier auch einen Zeitintervall auswählen und um die Ergebnisse mal einzuschränken, würde ich mir an der Stelle auch nochmal Forex Majors und Forex Minors aussuchen. Und dann haben wir auch fünf Ergebnisse gefunden. So, in der Vorschau kann man auch sehen, in der Karte, die angezeigt wird, die tatsächliche Distanz zur Preismarke. Wir haben ja gesagt, dass alles unter 0,1 angezeigt werden soll. Dementsprechend haben wir hier eine Entfernung von 0,008, weil es eben kleiner ist. Und man sieht es eben auch anhand der Ask- und Bid-Kurse jetzt für die Preismarke, dass der aktuelle Bid-Kurs eben bei 1,9101 liegt und bei 1,9100 wäre eben die Preismarke. Das heißt, wir sind ziemlich dicht dran, gerade mal 1,5 Pips davon entfernt. Und ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal rein. Wobei dieses Beispiel auf dem ersten Blick mir sogar noch schöner erscheint. Gucken wir uns mal lieber den Cartian an. Genau. Das ist das, was ich gerade auch in der Vorschau gesehen habe. Ist mir quasi das hier aufgefallen, dieser ja, Widerstand, wo wir eben schon mal dabei sind. Und wir sind jetzt gerade auf einem ordentlichen Abwärtstrend. Also der sieht schon fast bilderbuchmäßig aus. Und die Frage ist natürlich immer, wie weit läuft der Trend noch und wann korrigiert so ein Trend? Was ich gerade eben erzählt habe mit dem CRV, Sie erinnern sich, wo würde ich jetzt meinen Stop-Loss platzieren, wenn ich Richtung Short gehe? Ich würde den versuchen, über das letzte Hoch zu legen.
Und das letzte Hoch wäre eigentlich an dieser Stelle, weil wenn man es eben so nimmt, das letzte Tief resultiert aus dem letzten Hoch, das kommt eben aus dieser Zone. Und davor haben wir eben hier das letzte Tief gehabt, welches aus diesem Hoch kam. Das heißt im Umkehrschluss, dass wenn der Markt per Schlusskurs dieses Hoch hier ja, per Schlusskurs darüber schließt, dann hat er die Struktur eben kaputt gemacht, also die Abwärtsstruktur. Und wir wollen natürlich immer mit der Struktur handeln, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Deswegen wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir jetzt in den Trade eingehen, den Stop-Loss circa auf diese Höhe hier zu platzieren und anvisieren könnten wir halt mindestens nochmal das letzte Tief, weil sich darunter wahrscheinlich ordentlich Liquidität gesammelt hat. Und da wäre es eben ein extrem gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn wir jetzt den Stop-Loss hier haben und ja, das Verhältnis quasi zwischen aktuellem Preis und Stop-Loss zu aktuellem Preis und Take-Profit ist dann natürlich extrem hoch. Wenn wir jetzt mal bedenken, dass wir beispielsweise 1% von von unserer Balance riskieren würden oder vielleicht auch nur ein halbes Prozent und dafür würden wir aber das Zehnfache beispielsweise bekommen in diesem Falle, dann hätten wir ein extrem großes CRV-Vorteil hier. Zusätzlich muss man natürlich sagen, kann so eine Struktur auch immer brechen, gerade eben nachdem der Abwärtstrend schon so lange gelaufen ist. Und wenn man sich an dieser Stelle eben nicht auf Nummer, also nicht auf Nummer, ach, andersrum. Wenn man an der Stelle auf Nummer sicher gehen will, dann kann man natürlich auch in einem kleineren Zeitintervall gucken. Gehen wir beispielsweise mal auf M5 runter. Und wir wissen ja noch, hier ist so unsere Schmerzgrenze, beziehungsweise der SL. Und wir sehen auch, dass wir hier eine interne Aufwärtsstruktur eben gebildet haben, die jetzt gerade die Korrektur von dem Abwärtstrend durchläuft. Und ein Einstiegspattern wäre jetzt auch, dass man einfach wartet, dass diese interne Aufwärtsstruktur gebrochen wird. Das heißt, Tief hoch, höheres Tief, höheres hoch. Und wir könnten jetzt nochmal schauen, mindestens dieses Tief, das ist mir aber ja schon eigentlich noch ein bisschen zu wenig. Vielleicht könnte man auch sogar bis zu diesem Tief warten, bis es per Schlusskurs durchbrochen wird und dann vielleicht nochmal in den Short Trade einsteigen. So, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann hätte man eben noch einen Argument auf der Pro-Seite, dass man mit dem internen, mit der internen Trendstruktur in den Short hineinsteigt. Wenn der Markt sich jetzt dazu entscheidet, den Aufwärtstrend erstmal aufrechtzuerhalten und hier dieses Hoch auch herausnimmt, dann wäre der Trade erstmal nicht mehr valide. Dann würde ich da die Finger von lassen und lieber das Kapital schützen. Okay, ansonsten können wir im Forex-Screener auch nochmal schauen nach Widerstandsfiltern und welchen Filter ich natürlich auch noch gerne nutze. Dazu gibt es auch ein eigenes Webinar auf unserem YouTube-Channel und auch auf dem YouTube-Channel von FXFlat. Sind eben die Pivotpunkte. Die findet man ja entweder. Gibt man das hier wieder ein, wenn man es so auf den ersten Blick nicht findet? Hier kann man sowieso auch gerne mal Schlagwörter eingeben, nachdem man sucht oder gerne handeln mag. Dann muss man das nicht ganz alles manuell abscannen. Und hier haben wir die Gruppe Distanz zu Pivotpunkten Tagesbasis. Jeder, der in dem Thema schon mal reingeschaut hat, der weiß ja, wir haben die 7 verschiedenen Pivotpunkte. Ich schaue, wenn ich danach ein Trading-Setup suche, meistens nach den äußeren Punkten. Das ist eben der Punkt S3 und R3.
und mache hier dann quasi die gleiche Prozedur. Sag eben, der Kurs soll relativ dicht an einem dieser Punkte sein. Guck dann eben Zeitintervall, kann man sich wieder eins aussuchen, weil der Kurs ja auf allen Zeitintervallen genauso weit weg ist von dem Pivotpunkt. Und habe jetzt hier auch wieder meine Forex-Paare ausgewählt. Und ja, da haben wir genau ein Ergebnis gefunden, welches an dem Punkt S3 sich befindet. In dem Fall ist es eigentlich schon relativ weit weg. Ist mir schon einen Ticken zu weit weg. Das haben wir gerade eingestellt. 0,086. Okay, ja, vielleicht haben wir das ein bisschen zu weit eingestellt. Na, da müsste man den Filter ein bisschen enger einstellen. Ansonsten kommt eben genau sowas bei raus, ne, dass der Kurs zu weit davon entfernt ist. Aber in diesem Beispiel dann, ja, hat man quasi auch Glück gehabt, ne? Also es hätte auch sein können, dass wir jetzt an dieser Stelle den Trade oder diese Situation gefunden hätten. Und wenn wir uns dazu entschieden hätten, eben den Pivotpunkt als Widerstand zu betrachten und die Kriterien drumherum auch gestimmt hätten. Das heißt, wir hätten viele Stellen gefunden, wo an dem Pivotpunkt auch schon ein Abpraller stattgefunden hat, sodass man weiß, der funktioniert eben auch als Pivotpunkt. Dann hätte man sich hier Richtung Long positionieren können und wäre hier volle Kanne überfahren geworden. Also für dieses Beispiel hätte das mit der internen Trendstruktur auch nochmal super funktioniert, dass man eben runtergeht auf M5 oder vielleicht sogar M1, darauf wartet, bis wir einen Strukturwechsel haben und dann erst Long einsteigen. Dann würde quasi in dem Szenario sowas auch nicht passieren, dass man dann so maßlos überfahren wird von dem Markt. Okay, das sind so die zwei größten Widerstands- und Unterstützungsfilter, die wir im Forex-Screener haben. Und das ist natürlich ein Ansatz von vielen, solche Setups zu handeln. Wir haben natürlich auch noch weitere und ich würde davon gerne erstmal die nächsten vorstellen. Und werf aber auch noch mal einen Blick kurz in die Fragen, ob hier jemand was zum Fragen hat. Der Johann hat geschrieben, Parameterfenster für Forex Screener geht nicht auf nach Login und Aufruf zum Screener Browser, Internet Explorer. Würde ich, glaube ich, erstmal probieren, vom Internet Explorer wegzukommen, weil der schon relativ alt ist. Ich habe die Anwendung wurde auf dem Internet Explorer auch nicht getestet. Also die gängigen sind eben Safari, Chrome und Firefox. Das würde ich in erster Linie damit erstmal probieren. Und dann können wir im Nachhinein auch nochmal schauen, ob der Account dann auch noch aktiv ist. Voraussetzung ist ja eben, dass man, um den Forex-Screener gratis nutzen zu können, einen Account hat, einen Trading-Account bei FXFlat. Und wenn man eben sich dafür entscheidet, woanders handeln zu wollen, dann kann man den Forex-Screener gerne erwerben für eine monatliche Gebühr. Und hier würde ich auch nochmal das Ganze überprüfen mit dem Namen, weil meistens ja, basieren hier darauf die technischen Probleme, dass man sich da nicht einloggen kann oder so. Genau. Also gerne nochmal die E-Mail. Ja, Account ist noch aktiv. Ja, Johann, dann schreib gerne nochmal deine E-Mail rein, dass wir auf dich zukommen können. Vielleicht müssen wir hier in dem Fall auch nochmal eine Teamviewer-Session machen. Okay. Dann haben wir als nächstes Chart-Patterns als Ansatz. Und Chart-Patterns sind eben immer für die Umkehr, also beispielsweise für die Umkehr einer Bewegung echt
ja, Gold wert, sage ich mal. In dem Fall auf der linken Seite haben wir eine Hammerformation. Der Hammer sieht eben, ja, sprichwörtlich aus wie so ein Hammer. Und den wollen wir nutzen, wenn der Kurs von oben gekommen ist und quasi in einem Abwärtstrend liegt, damit wir wissen, der Kurs wird jetzt umkehren und korrigieren. Also er wird jetzt erstmal in die andere Richtung laufen, temporär. Das Ganze kann man natürlich auch kombinieren, indem man den Hammer, also jetzt nicht jeden Hammer handelt, sondern das Ganze eben so kombiniert, dass wir beispielsweise auch einen Widerstand in der Nähe haben. Dort findet man eben auch solche Hammerformationen und beides in Kombination ist dann eben nochmal stärker, so dass man das Ganze kombinieren kann. Gleiches gilt für das polische Engulfing. Kurz zur Erklärung: Die Engulfing Candle ist die rechte in dem Bild und die hat als Eigenschaft, dass sie die vorherige Kerze komplett umschließt. Das heißt, sie hat ein höheres Hoch und sie hat ein tieferes Tief. Es gibt auch manche Trader, die wollen sehen, dass die Kerze unterhalb, also quasi der Kerzenkörper, der muss kleiner sein als der Kerzenkörper. Und der Kerzenkörper, der Engulfing Candle, muss auch größer sein als der Kerzenkörper, beziehungsweise dann sogar dem Hoch der vorherigen Kerze. Hat als Wirkung quasi genau das gleiche wie ein Hammer, also ist eine Umkehrformation. Und wie gesagt, kann es eben auch mit weiteren Patterns oder Kriterien kombiniert werden. Wir können ja mal im Forex-Screener schauen, ob wir solche Patterns jetzt finden. Und dafür gibt es unten im Screener ein Pattern-Filter, eine Sektion dafür. Hier haben wir auch Bullish, Bearish, Engulfing als Filter und können uns dann quasi aussuchen, in welche Richtung das Engulfing stattfinden soll. Ja. Um das Ganze mal zu überprüfen, können wir mal ein bullisches Engulfing nehmen. Das heißt, wir suchen nach einem Trade, der nach oben zeigt. Und hier ist es natürlich wieder so, dass dieses Pattern nicht auf ein Zeitintervallen gleich ist, weil eben ja die Candles komplett unterschiedlich aussehen auf allen Zeitintervallen. Deswegen können wir das H1 mal rausnehmen und gucken nur in den Forex-Märkten, ob wir sowas finden. Okay. Hier haben wir jetzt natürlich die Sache, dass wir vom Zeitintervall die Einschränkung rausgenommen haben. Das heißt, er zeigt uns das auf allen Zeitintervallen an und wir können hier ja zumindest mal unsere Zeitintervalle festlegen, wo wir unser Setup sehen wollen. So gerne auf den kleinen. Dann hätten wir jetzt ein Symbol gefunden, was unsere Kriterien auch erfüllt. Und dann schauen wir hier einmal rein. Genau. Okay, haben wir jetzt so einen Pattern gefunden. Das heißt, die letzte Kerze, die abgeschlossen ist, also diese Türkise hier, das ist unser Engulfing Pattern. Und hier haben wir eben so, das Hoch ist höher als das Vorkerzenhoch und das Tief ist minimal auch tiefer als die Vorkerze. Und ja, an dieser Stelle, also jetzt einfach so als bullisches Engulfing, würde ich das natürlich nicht long handeln, ne, sondern wie gesagt in Kombination. Und was man in diesem Symbol jetzt aber gerade sieht, richtig interessant, sind eben diese Kerzendochte hier oben. Dafür gibt es sogar auch einen separaten Filter, der Kerzendocht-Range-Filter. Und das ist meistens ein deutliches Anzeichen für eine anstehende Short-Bewegung. Also an der Stelle
kann ich als Setup-Idee mal ans Herz legen, vielleicht sogar in den Dochten noch einen Einstieg zu finden, also mit einer Sell Limit, falls man da noch reinkommt. Ansonsten ist für mich zumindest dieses Setup hier ein Short Trade, ein anstehender Short Trade auf jeden Fall. Und genau, das ist auf jeden Fall auch ein richtig gutes Pattern, was ich persönlich sehr, sehr gerne handle. Hier könnte man natürlich auch noch auf den übergeordneten Zeitintervall mal gucken. Auf Tagesbasis sieht es leider eher long aus. Von daher hätte man hier wahrscheinlich nur eine kurze Short-Bewegung, die man mitnehmen könnte, weil der Markt sich hier anscheinend schon für die Richtung entschieden hat. Also wir hatten hier unser letztes Hoch gehabt. Das wurde leicht überboten. Und hier haben wir das letzte signifikante Tief, wo das Hoch daraus resultierte. Und dementsprechend haben wir jetzt eine kleine, ja, eine kleine Trendstruktur, die sich hier gebildet hat. Okay. So, dann schauen wir einmal rein. Hier haben wir noch weitere Patterns sogar, die wir uns auch nochmal ansehen könnten. Die sind aber auch relativ simpel. Also ich denke mal, die sind ja bekannt. Aber vielleicht nochmal kurz zur Erklärung für die, die sie nicht kennen. Das Rectangle Pattern ist quasi nichts weiter als eine Range. Das heißt, wir haben hier eine Obergrenze und eine untere Zone. Zwischen den beiden Zonen bewegt sich der Kurs und testet beide Seiten gewissermaßen an. Und hier handelt man das Pattern so, oder man kann eben davon ausgehen, wenn der Markt von unten kommt und er läuft in diese Range hinein, dann wird er im Endeffekt, um diese Range aufzulösen, sie nach oben verlassen. Das heißt quasi, der Markt kommt von unten, Range hier rum und macht dann hier seine Fortsetzung. Und wenn wir das quasi wissen, dass uns das diesen statistischen Vorteil bringt, dann macht es natürlich Sinn, wenn wir uns in diesem Szenario an der Unterseite platzieren. Also Markt kommt von unten in die Range rein, untere Seite wäre unser Einstiegs Point of Interest. So. Stop Loss dann natürlich außerhalb der Range, dass wir da nicht ausgestoppt werden. Und dafür haben wir natürlich auch einen Filter, findet man auch in den Pattern, in der Pattern-Sektion, genauso wie das Double Top, was wir hier haben. Und hier sieht man eben, das doppelte Top trifft eben zweimal auf einen Widerstand. Und das doppelte Top ist ein Umkehrpattern. Das heißt, es testet zweimal die Oberseite an, kommt nicht durch. Und sobald es dann dieses Tief, was quasi die beiden Hochs verbindet, sobald es das unterbietet per Schlusskurs und dann vielleicht noch weiter runter geht, kann man eben davon ausgehen, dass hier vielleicht noch mal der Retest kommt bis zu diesem Level. Und dann endgültig erstmal in Richtung Süden gehen wird. So. Dafür haben wir auch einen Filter parat. Und falls Sie das gerne mal probieren wollen, dann können Sie diesen Filter dafür gerne nutzen. Genau, dann stelle ich mal an, was noch interessant ist und im Vorab schon gefragt wurde. Den Trendhandel, da werden wir uns gleich auch nochmal im Forex-Screener umschauen, ob wir da ein Setup finden. Aber hier vielleicht noch mal kurz eine theoretische Erklärung im Vorab, wie das Ganze funktioniert, weil wir müssen ja auch wissen, wonach der Forex-Screener denn dort im Endeffekt sucht. Und es ist hier so, wir haben hier eben eine Trendstruktur, nach der wir Ausschau halten. Das heißt, nachdem wir ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief und dann eben ein höheres Hoch haben, beziehungsweise sobald das Hoch durchbrochen wird, beginnt unsere Trendstruktur, in dem Fall unsere Aufwärtsstruktur.
Und es gibt viele Trader, die eben nach Trends handeln, also die nur darauf warten, bis sich der Trend eben ergibt und in die Richtung zeigt, wo vielleicht das größere Zeitintervall auch hinzeigt. Weil manchmal haben wir ja, dass die Woche eigentlich nach unten geht, dann haben wir einzelne Tage, wo es nochmal nach oben geht, dann warten wir eben darauf, dass sich intern vielleicht auf H4 beispielsweise oder auf Stundenkerzen die Struktur wechselt auf eine Abwärtsstruktur, damit wir dann Richtung Short einsteigen können, wo ja die Woche im Endeffekt schon hinzeigt. Und so haben wir im Forex Screener auch Filter in unserer eigenen Sektion, und zwar der Trendfilter-Sektion, die genau nach solchen Mustern Ausschau hält. Sie nutzt den Zickzack-Indikator eben als Underlay, um solche Hoch- und Tiefpunkte zu erkennen. Und wir haben hier eine Vielzahl von Filtern, um sehr feingranular unsere Trendkriterien einzugeben. Beispielsweise können wir hier sagen, wir wollen einen Aufwärtstrend haben. Und für uns, ja, werden jetzt quasi Aufwärtstrends erstmal rausgesucht. Und ich werde gleich mal noch erklären, was man darüber hinaus noch alles einstellen kann. Hoppla. Genau. Wie ich es gerade auf der Folie erklärt hatte, haben wir jetzt so genau dieses Szenario. Wir haben Tief, Hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Und wären ja jetzt quasi im nächsten Punkt, wo sich ein Tiefpunkt erstmal ergeben müsste, damit dann der Trend eventuell fortgesetzt wird. Hier haben wir auch wieder dieses Pattern. Also wir hatten ja dieses, nee, ich glaube, wir hatten den Australian Dollar, US-Dollar gerade offen gehabt. Aber hier sieht man auch eben diese Kerzendocht-Range, ne, was dafür spricht, dass jetzt erstmal der Preis nach unten gehen wird. Und das würde auch ganz gut reinpassen in diese Trendstruktur, damit die Korrektur jetzt erstmal kommen wird, bevor es dann eben weiter Richtung Long laufen wird. So. Wenn wir jetzt solche Trends finden, dann haben wir aber vielleicht noch Kriterien für die Punkte, wie lange soll der Trend denn schon existent sein? Also wollen wir jetzt einen relativ frischen Trend haben oder wollen wir vielleicht einen Trend haben, der schon relativ viele Hoch- und Tiefpunkte hat, beispielsweise. Weil es könnte ja natürlich auch eine Strategie sein, zu sagen, wir haben hier schon 10 Hochpunkte in Folge, wo immer ein Hoch höher ist als das andere, um dann vielleicht an einem Widerstand irgendwo angekommen zu sein und das ganze Ding eben nach so einer langen Trendlauf zu shorten. So, das könnte natürlich eine Strategie sein. Und um sowas festzulegen, das können wir auch machen, müssen wir wieder in die Trendsektion gehen. Und da hätten wir jetzt noch mal eine neue Gruppe, die uns die Anzahl der Trendpunkte gibt, so, ne, wo wir das aussuchen können. Hier könnte man jetzt sagen, die Anzahl der Trendpunkte soll 4 sein. Das würde heißen, das wäre ein frischer Trend, weil ein frischer Trend braucht genau 4 Punkte, damit er einer ist. Und könnten ja aber auch runterscrollen und sagen, der Trend, der soll mindestens 10 Punkte haben. Da findet er jetzt sogar nichts, weil es gerade anscheinend kein einziges Symbol gibt, was eben so viele Trendpunkte hat hintereinander. Also es ist dann schon was Selteneres, vor allem im Aufwärtstrend. So, können jetzt hier auch mal gucken, dass wir die Zahl ein bisschen tiefer einstellen mit 7 Punkten. Und dann sieht man schon im Endeffekt, hier hätten wir jetzt einen Trend, der schon ziemlich lange gelaufen ist. Können wir uns ja auch mal angucken, ob sich hier vielleicht was ergibt. Und hier hätten wir ja im Endeffekt also den starken Aufwärtstrend, sind jetzt hier gerade im freien Fall, hätten einen potenziellen Widerstand auf dieser Höhe. Und
Der Markt darf natürlich, damit der Trend nicht gebrochen wird, darf er halt das letzte Tief, woraus das letzte Hoch resultierte, nicht unterbieten. Also das heißt, sobald er jetzt dieses Tief hier durchbricht, wäre die Struktur im Eimer. So, das heißt, der Ansatz wäre, wir könnten eben warten mit der Korrektur, bis wir vielleicht noch ein bisschen tiefer kommen, um den Trend dann fortzusetzen. Oder wir könnten eben darauf spekulieren, dass der Trend jetzt gebrochen wird, weil er schon so lange gelaufen ist und dann uns quasi Richtung Short platzieren. Ich sag mal, beides ist möglich und ja, wenn beide Richtungen möglich sind, gehe ich natürlich keinen Trade ein. Hier müsste man natürlich, wenn man jetzt Trendtrader ist, auf jeden Fall auch aufs tiefere Zeitintervall gehen, um dann die interne Struktur halt zu sehen. Und wenn es eben dazu kommt, dass auf beispielsweise M15 der Markt von hier aus eine Aufwärtsstruktur sich bildet, dann könnte man eben genau diesen Trend Trade eingehen, dass es weiter Richtung Norden gehen wird. So, das wäre eine Möglichkeit, wie man eben die Trendkriterien eingeben kann. Und wir haben ja aber noch mehr Filter, sodass wir natürlich auch noch ein anderes Trend-Trading-Setup parat hätten. Und zwar, wenn wir uns mal vorstellen, der Trend verläuft so und wir wollen an dieser Stelle quasi, wenn die Korrektur gelaufen ist und wir einen neuen Tiefpunkt kreiert haben, dann wollen wir die Fortsetzung mithandeln. So, und das heißt, dafür brauchen wir natürlich einen Trendpunkt, wo wir sagen, wir wollen sagen, dass der letzte Trendpunkt ein Tief ist. Und dafür wäre dann genau dieser Filter hier da, dass wir das einmal festlegen können. Und da eben mit diesem Zickzack-Indikator, wie man hier vielleicht sieht, kann es immer sein, dass wir jetzt im letzten Punkt auch unseren Zickzack-Punkt haben, also dieser gelbe Punkt, der hier angezeigt wird. Und es könnte natürlich aber auch sein, dass wir schon zwei Kerzen weiter sind, die wieder in Richtung, also zwei bullische Kerzen weiter sind und das Tief sich hier etabliert. Dann wäre es ja laut Filter eben so, dass der letzte Trendpunkt auch ein Tief ist, weil wir haben noch kein neues Trendhoch gemacht und wären aber schon relativ weit weg von unserem letzten Trendtief. Und das wäre als, ich sag mal, letzter wichtiger Filter, wäre das diese Gruppe hier, dass wir sagen, unser Trendhochpunkt oder unser Trendtiefpunkt soll x Kerzen von dem Punkt entfernt sein. Also in dem Falle könnten wir auch sagen, der letzte Tiefpunkt ist in der aktuellen Kerze und dann würde das genau das hier widerspiegeln. So, unsere aktuelle Kerze ist quasi der Trendtiefpunkt. Okay. So. Dann hoffe ich mal, dass ich einen ganz guten Einblick erstmal geben konnte über die Vielseitigkeit vom Forex-Screener. Manchmal ist es auch so, dass, ja, dass man vielleicht ein Setup im Kopf hat und das aber mit den vielen Filtern auch gar nicht auf Anhieb hinbekommt. Also, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen Unterstützung braucht. Wie kann ich denn jetzt mein Setup mit diesen Filtern nachbauen, damit ich manuell nicht mehr das Screening selber machen muss? Und dann können Sie uns natürlich einfach per Mail einfach mal anfragen, dann helfen wir Ihnen dabei und geben den Support. Und wer vielleicht noch gar keinen Zugang hat zum Forex-Screener und das Ganze trotzdem mal ausprobieren will, da gibt es eine kostenlose Möglichkeit und zwar einfach ein Trading-Konto haben bei unserem Partnerbroker FX Flat. Sobald das Konto offen ist, können Sie eine Anfrage stellen auf unserer Webseite. Da gibt es einen Button, jetzt gratis Zugang beantragen, dann können Sie einfach
dort ein Formular ausfüllen mit Ihrer Trading-Kontonummer, damit das Ganze nochmal überprüft werden kann. Und dann werden Ihnen die Zugangsdaten auch zugeschickt. Der große Vorteil ist, dass wir quasi direkt mit FX Flat zusammenarbeiten. Das heißt, wir ziehen auch die Kurse aus dem MetaTrader direkt. Und dementsprechend der Vorteil zu anderen Screenern, man sieht eben oder die Kriterien, die man eingibt, dass man ein doppeltes Top haben will. Wenn man es dann öffnet und sich im Chart anguckt, dann sieht es haargenau so aus, weil die Datenquelle eben genau die gleiche ist. Und nicht, dass man eben bei Broker XYZ die Daten zieht und dann eben in dem Forex-Screener komplett andere Kriterien hat oder komplett andere Ergebnisse hat. Also das macht eben diese perfekte Zusammenarbeit aus. Und deswegen, ja, kann man es nur empfehlen. Okay, wenn es jetzt erstmal keine weiteren Fragen gibt, dann war es es an der Stelle auch gewesen für heute Abend. Und ja, wie gesagt, hoffe ich, dass ich Ihnen ein bisschen Inspiration mitgeben konnte. Und wir stehen natürlich weiterhin zur Verfügung, falls es da noch irgendwelche Fragen gibt. Genau, dann wünsche ich ansonsten noch natürlich eine profitable restliche Handelswoche. Und ja, passen Sie gut auf Ihre Trades. Vielen Dank. Danke dir auch, Manuel, für das Webinar heute Abend und überhaupt für die ganzen Webinare dieses Jahr. Hat Spaß gemacht. Ja, schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr wird. Und natürlich vielen Dank an alle, die sich für das Thema heute beziehungsweise auch für die Webinarreihe sich interessiert haben und immer dabei gewesen sind. Vielen Dank. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ich wünsche natürlich auch noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Restwoche. Und ja, wenn es was Neues bezüglich Forex Screener gibt, dann werden Sie natürlich wie immer dazu informiert. Also, schönen Abend. Ciao. Ciao, ciao.